So, ihr Lieben, es ist passiert. Die Möwe hat so viel abgeknabbert, dass wir nachhelfen müssen. Leider Gottes ist es passiert. Das bedeutet, wir werden heute in der Folge wieder ein bisschen säen und uns um unsere Tierchen kümmern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Raft. Und wir haben natürlich auch noch, ich habe das nicht selbst gemacht, wir haben in der letzten Folge gelootet auf der 121. großen Insel. Und das habe ich noch gar nicht alles wegsortiert. Deswegen, das machen wir jetzt auch gemeinsam. Ich nehme mal die Köp. Das kann weg. Und ich gucke mal kurz. Jetzt bräuchte man so eine Überlappentaste, gell? Das tue ich mal kurz da rein. Und das, was ich hier wegsortieren muss. Nee, stopp, das nicht. Das da. Das kommt alles rüber. So, jetzt gucken wir mal. Glibber habe ich gesehen, haben wir. Dann haben wir auch Glas erhalten. Apropos Glas, ich wollte ja auch mal wieder schmelzen. Dann haben wir Seetang. Nö. Seetang-Sand, nein. Explosives Pulver haben wir natürlich noch bekommen. Also nicht Pulver, sondern Glibber, Schleim. Und wir haben Schrott. Und damit gehen wir in die nächste Kiste. Schmutz ist ganz oben. Oh, wir starten in der zweiten Kiste. Geil. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Warte mal noch. Hier das Leder wegsortieren. Sind wir hier voll? Nee. Hier noch das Leder rein. Hier das Holz. Und davon haben wir auch sehr viel bekommen. So. Große Insel. Geht von dannen. Nein. Hier sind die Waffen. Hier sind die Waffen. Dann die Blumen, die tun wir hier hin. Und dann können wir nach oben gehen. So. Ich würde noch nicht sehen, erst wenn beim nächsten Mal, wenn die Bienenstöcker wieder Honig abschmeißen. Dann würde ich gerne Stopp. Mach erstmal die Köpfe. Oder produziere erstmal. Dann kannst du dir sicher sein, dass das passt. So, kommen wir da dran vorbei? Nee, ist zu weit weg. Okay, gut. Oh, prima. Warte mal. Na, egal. Lass ich auf der Tasche. So, rüber gucken zum Honig. Der ist noch nicht bereit. Runter zum Essen. So. Und das ist auch klar, das kommt hier rein. Gut. Dann, wie gesagt, Tierchen. Sind schon wieder Batterien leer? Ja gut, ist klar. Also wir haben jetzt ja einige Tierchen, wieder mehr. Und das merkst du dann halt auch, gell? Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nur noch besondere Tiere holen. Und ich hoffe,
Man merkt das nicht so sehr wieder an der Performance. Ihr wisst ja, dass man da ja immer so ein bisschen Problemchen hat, wenn man zu viele Tiere auf dem Floß hat. Deswegen bei einem schlechteren Rechner kann man sich leider nicht so viele Tierchen aufs Floß holen. Ist dann immer so ein bisschen traurig. Ich meine, wir haben hier einen guten. Aber trotzdem, ne? Konnte sein. Nee, stopp. Du bist schon wieder leer. Ach du Scheiße. Wir dürfen uns jetzt halt echt keine weiteren Tiere aufs Floß holen, gell? Erst wenn wir dieses automatische Sprinklersystem haben, dann. Aber ich hätte es nicht sein lassen können. Tut mir leid. Es gibt immer was zu tun. Eo, eo. Es nimmt einfach kein Ende. Eo. Ja, vor allem, ich wusste ja auch nicht, oder man weiß ja immer noch nicht, ob die Tiere an Altersschwäche sterben können. Und dann ist man ja umso sehr bemüht darum, dass sie nicht abnehmen. Dass sie nicht sterben. Oder auch dieser Bug, dass sie beim Einlocken hier runterfallen. Am Ende sind sie weg. Alter. Ja, das war keine gute Idee. Weil jetzt sind wir natürlich als am Rödeln wieder hier, gell? Aber ich werde diesmal keine Tiere ertränken. Ich komm, das schaffe ich nicht mehr, Leute. Falls ihr euch dran erinnern könnt. Wo ich über 20 Tiere über Bord gebracht habe. Gott, das war schlimm. Nee, das will ich nicht mehr machen. Deswegen hoffe ich, dass das passt. Oh. Dies war falsch. Das kommt dahin, das kommt dahin. So. Ab zu den Bienchen. Ihr seid fertig. Das bedeutet, warte, erst einmal wegessen, die eine Geschichte. Und jetzt nimm die Blumen in die Hand. Als erstes. Kill the Move. So, Federn mitnehmen. Wer weiß, wofür wir sie auch noch brauchen werden, ne? Weiß man ja nicht. Jetzt haben wir einen kleinen Moment Zeit, damit wir uns hier drum kümmern können. Oh, toll. Das war aber nicht so geplant. So. Da haben wir überall zwei drin. Da hinten ist komplett alles weggegrast. Brauche ich aber erst noch mal Wasser. Gutes Wasser. Komischerweise können in die Sprinkler das andere Wasser rein. Aber ich glaube, weil das einfach ein Selbstreinigungssystem ist, ne? Kann ja natürlich gut sein. Deswegen können wir auch Salzwasser reinmachen, ne?
So, wo zwei drin sind, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Da oben ist auch alles komplett weg. Da hinten auch. Aber ich denke mal, das sollte trotz allem passen, ne? So. Dann passt das ja auch wieder. Das ist sehr, sehr gut. So. Hier hinten stimmt aber irgendwas noch nicht. Da scheint noch eine Batterie leer zu sein. Nehmen wir erstmal das Ei mit. Die scheint leer zu sein. Yes. So, dann haben wir das auch gemacht. Nehmen die Eier mit. Geh weg. Och Mann. Komm schon, Jürgen. So, dann passt das nämlich auch wieder. Zack, zack. Das war keine Möwe, das war ein Vogel. Und hier geht's weiter. Und hier geht's weiter. Und jetzt können wir wieder ein bisschen Kraftstoff produzieren. Und mit Köpfen diesmal. Nimm den Kopf. So. Prima. Federn. Und jetzt noch die eine Blume. So. Jetzt nimmst du dir Sand. Und Holz. Und schmelzt mal wieder ein bisschen, damit wir Glas haben. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe mich verlegt. Verlegt. Ich mag dieses Rumkruscheln auch so auf dem Floß, weißt du? Dass du immer was zu tun hast, dass du immer was machen kannst. Ich mag das total. Ab und zu kommst du wohin. Klar, es ist auch schön, wenn man ein bisschen Story-Elemente eben auch hat. Aber das ist ja das Schöne, dass du in dem Spiel halt auch einfach vor dich hinschippern kannst. Und ich würde mir so wünschen, wenn die aus dem Spiel so ein Gelegenheitsspiel machen würden, so ein ganzjähriges Geschehen, also, ne? Wisst ihr, was ich meine? So mit Specials drin, dass du zu bestimmten Gelegenheiten irgendwas bekommst. Wir hatten ja schon im Livestream darüber gesprochen, dass man halt einfach diese Motivation hat, sich zu bestimmten Zeiten, ich sage jetzt mal, ne, Weihnachten, Ostern oder so zum Beispiel einzulocken. Das wäre natürlich mega. Das ist dann die Belohnung dafür, dass du das Spiel durchgespielt hast, zum Beispiel. Nee, also von der Grafik her und von dem Ganzen kann ich mir das total gut vorstellen bei dem Spiel. So. Dann haben wir das auch getan. Glas. Und nimm dir bitte nochmal Sand raus. Denn wir sind noch nicht fertig mit dem Schmelzen. Mein Freund. Gucken, ob da was kommt.
Müssen sowieso hier hinter. Ja. Anker schnell lichten. Sind wir wieder zu nah dran. Zack. Weg, 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 weg. Ah, noch geht's. Ich habe schon wieder nichts zu essen, ne? Komm, hol das Essen raus. So, wo sind wir jetzt? Ja, komm doch. Mach jetzt den Anker schon runter. Diese Unterwasserwelt, die erstreckt sich normalerweise sehr weit raus. Und dann kommt wieder der Hai, weißt du? Daneben werden wir diese kleine Insel in der nächsten Folge dann machen. Bis jetzt sind wir halt viel am Craften, um Tiere kümmern, haben wir ja hauptsächlich heute gemacht. So, Glas. Ja, ist doch perfekt. Dann werde ich jetzt noch einmal Glas schmelzen und dann haben wir es. Ich liebe das Spiel. Und ich freue mich auch sehr wieder mal, wenn es demnächst dann wieder losgeht, auch mit dem Livestream. Es wird so eine schöne Geschichte. Wieder eine sehr lustige Geschichte. Entschuldigung. Bin zu schnell. Manchmal bin ich zu schnell. So, noch einmal schmelzen. Und dann haben wir wieder genug Glas. So, passt, passt. Das bedeutet, was habe ich hier drin? Das passt auch. Das bedeutet, Glas kommt wieder hier hoch. Der Rest Sand kommt dahin. Und die restlichen Bretter dahin. Dann kann ich mir noch eine Flosse nehmen. Nee, Quatsch, kann ich gar nicht. Doch, eine Ersatzflosse nehme ich mit. Die Taucherflasche ist leer gegangen. Und das brauchen wir natürlich dann auch zum Tauchen. Ich kann mich ja schon mal vorbereiten, weißt du? Während der ganzen Geschichte. So, Achtung, nee, warte mal. Geh erstmal kurz zum Honig. Der sollte ja jetzt auch wieder fertig sein. Und jetzt sollte es alles drei ergeben. Yes, wir sind wieder dabei. Ich tue mich anpirschen. Ist aber keine Möwe da. So. Dann sortieren wir den Honig weg. Zack, zack. Und wir können auch noch mal Kraftstoff herstellen. So, mega ihr Lieben,
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir kommen unseren tausendsten Tag ein Stückchen näher. Und in der nächsten Folge werden wir diese kleine Insel looten. Und wie gesagt, es wird bald der tausendste Überlebenstag in-game geben, wo wir sehr wahrscheinlich, das geht ja jetzt ratzifatzi, wieder nach Wasagatan fahren, um unsere letzten zwei fehlenden Rezepte zu holen. Ich freue mich auf euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und bis dann.